Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn es geht um Ralph Reicht 2 Chaos im Netz, beziehungsweise Ralph Breaks the Internet im Englischen. Was der Film kann, das erfahrt ihr jetzt. Oh, guten Tag, Sir. Interessant, Sie haben gar keinen Suchverlauf. Nun gut, dann legen wir einen an. Wobei kann Alleswisser Ihnen helfen? Armenien, Armbanduhr. Granatapfel, Grippewelle, Gruselfilme. Ich habe das Gefühl, er versucht zu erraten, was du sagen willst. Ja, tut mir leid, meine Autovervollständigung ist heute etwas forsch. Ralph und Vinelope leben in der Spielhalle eigentlich relativ glücklich, haben Spaß nach der Arbeit zusammen was zu unternehmen und ist es eigentlich soweit alles in Ordnung. Eines Tages wird dann ein neues Gerät angeschlossen, nämlich Wi-Fi bzw. ein Router, und ja, dieser wird aber erstmal abgesperrt, keiner darf ins Internet. Nach kurzer Zeit ist es dann allerdings so, dass Vinelopes Spiel bzw. das Lenkrad zu ihrem Spiel kaputt gemacht wird, und ja, das neue Lenkrad ist zu teuer, dementsprechend soll ihr Spiel abgestöpselt bzw. abgeschafft werden, und ja, sie hat sozusagen kein Zuhause mehr. Ralph entschließt dann relativ kurzfristig, sagt, er muss was dagegen tun, und zusammen gehen sie dann ins Internet. Und das ist erstmal sehr, sehr cool gelöst von der Art und Weise, wie sie das immer umsetzen. Aber im Internet gibt es dann auch natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, und sie versuchen an Geld zu kommen, um dieses Ersatzlenkrad bezahlen zu können. Das ist die Grundstory. Das ist sehr lustig umgesetzt und es macht einfach unfassbar viel Spaß zuzugucken. Ich hatte schon eine Preview vor ein paar Monaten und dachte schon, wow, die haben jetzt mir schon die ganze Geschichte erzählt. Nee. Die hat so viel mehr enthalten, was noch Hintergrundinformationen, was Sidequests sozusagen angeht. Also insgesamt reine Geschichte, wirklich toll erzählt. Es gibt super viele Anspielungen an alle und an tausend verschiedene Unternehmen, halt, die wir alle aus dem digitalen Zeitalter auch kennen. Dementsprechend abwechslungsreich, cool geschrieben, ja, 4 von 5 Punkten für die Geschichte. Richtig cool, erzählerisch schon wirklich auf Pixar-Niveau, und das von Disney Animation Studios kannte man bis dato noch nicht in dieser Qualität. Mir reicht's jetzt! Was? Drecks Internet! Synchrontechnisch, ich habe die englische Version gesehen, muss ich sagen, ist alles sauber, solide, cool geworden, wird auch in der deutschen wahrscheinlich wieder sehr gut werden. 3 von 5 Punkten, solide. Jetzt komme ich zur Technik, und dieser Film sieht unfassbar gut aus. Also er ist vom Animationsstil natürlich ähnlich zum ersten Teil, aber wir sind jetzt in dieser Zeit, wo man wirklich richtig, richtig viel reinbringen kann an Easter Eggs, an Sachen, und das ist so liebevoll gestaltet, diese Welt. Überall denkt man, sieht man wieder kleine Sachen, das ist ein Hinweis auf das, auf das, auf das. So viele mini kleine Easter Eggs und so viele Hinweise, das ist super cool geworden. Und da steckt unfassbar viel Liebe zum Detail drin. Es ist toll gemacht, die Musik ist cool. Ja, 5 von 5 Punkten, mega cool geworden. Toll, also das habe ich bis jetzt noch keinem Animationsfilm gesehen, wo das so krass aussah. Also dementsprechend technisch hier richtig cool. Für einen Animationsfilm wirklich das Beste, was ich bis dato so gesehen habe an Welt. Also wie eine Welt erschaffen wurde, richtig cool. Wie ihr. Was für eine Art von Prinzessin bist du? Wieso? Hast du magisches Haar? Nein. Oder kannst du mit Tieren reden? Nein. Wurdest du vergiftet? Nein. Entführt oder versklavt? Nein, geht's euch gut? Soll ich die Polizei rufen? Glauben die Leute, dass all deine Probleme gelöst wurden, nur weil ein großer, starker Mann kam? Ja, ist daran was auszusetzen? Sie ist eine Prinzessin. Ja, deswegen komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Ralph Breaks the Internet hat mich echt überrascht. Ich war vom ersten eher so mehr überzeugt, weil man sagen muss, der erste war so, ja, ein paar Videospiel-Anspielungen, aber das war es dann auch. Mehr ist da nicht gewesen, und dann wurde es zu viel in diese Candy Crush-Welt. Jetzt sind wir im Internet. Wir haben super, super viele Anspielungen an unsere aktuelle, ja, digitale Welt. Das fängt an bei Social Media, geht über Shopping-Sachen bis hin zu Spam, Malware, Virus, alles. Und das ist echt cool geworden. Und ich kann jedem, der ansatzweise bei dem Trailer nur Bock hat auf diesen Film, ihn definitiv empfehlen. Der ist richtig, richtig gut geworden. Super viel Spaß im Kino gehabt. Es wird nicht langweilig. Der geht mit knapp 2 Stunden, ist auch etwas länger als für gewöhnlich, aber mit knapp 2 Stunden. Unfassbar unterhalten, dementsprechend 5 von 5 Punkten, Empfehlung fürs Kino definitiv, und ja, insgesamt macht dieser Film einfach alles richtig. Also
Ich habe wirklich nichts, woran ich meckern könnte. Es wird alles aufgeklärt, was jetzt in der Preview, die ich hatte, nicht ganz so gut aufgeschlüsselt wurde. Aber das wurde jetzt hier alles genauer erklärt und es macht einfach Spaß zuzugucken. Es ist toll, der Humor ist sehr lustig und Empfehlungen würde ich sagen, so ab ungefähr 10 Jahren versteht man dann auch die meisten Sachen, was die Hints auf die ganzen Anspielungen angeht, also was digitale Welt angeht. Ab so 10 Jahren dürfte man es verstehen. Kinder haben aber trotzdem Spaß, weil es ist trotzdem lustig und es ist einfach wirklich ein Film für die ganze Familie. Dementsprechend kann ich den euch wirklich nur empfehlen. Insgesamt sind wir dann auch bei 17 von 20 Punkten, die bis dato, glaube ich, höchste Wertung, die ich einem Animationsfilm gegeben habe. Richtig, richtig gut geworden, kann ich euch nur empfehlen. In diesem Sinne war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über alle neuen Kritiken benachrichtigt. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! Pfannkuchen! Pfannkuchen, 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 Pfannkuchen! Ralf, vielleicht fütterst du zur Abwechslung jetzt mal das Kätzchen. Nein, das Kätzchen kriegt den Milchshake. Das Häschen kriegt den Pfannkuchen. Ah!